Als ich in den Deutschen Bundestag kam, habe ich zugesagt, ich stelle den Dialog in den Mittelpunkt meiner Arbeit und ich hole das politische Berlin nach Lüneburg und in den Wahlkreis. Das habe ich gemacht und ich werde euch jetzt mal zeigen, wer alles meine politischen Gäste waren und wie viele Veranstaltungen ich gemacht habe. Es ging los mit Carsten Sieling, Gabriele Lösekrug-Möller, Karin Marx, Barbara Hendricks, die Kultur-AG der SPD-Bundestagsfraktion war in Lüneburg, Florian Pronold, Nils Annen, Harald Ringsdorf und Steffen Reiche, Lars Klingbeil, Johannes Kahrs, Thomas Oppermann, Eva Högel, Rita Schwarzelö-Sutter, Michael Groß, Thorsten Schäfer-Gümbel, Frank Schwabe, Lothar Binding, Markus Meckel, Kerstin Tack, Annette Sawade, Roland Jahn, Matthias Miersch, Helge Wendenburg, Ulrich Mehlert, Gunther Adler, unser Europaabgeordneter Bernd Lange, Dennis Rohde, Burkhard Blinert, Susanne Mittag, Verena Wentele, Wolfgang Thierse, Thomas Oppermann war zweimal da, Aydan Özus, Barbara Hendricks war auch zweimal da, Brigitte Zypris, Rainer Spiering, Andrea Nahles und Edelgard Bullmann. Das waren insgesamt 38 Veranstaltungen, zu denen ich politische Gäste aus Berlin im Wahlkreis begrüßt habe und bei denen die Bürgerinnen und Bürger mit meinen Gästen und mit mir über unsere Politik diskutieren konnten.